Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir den Hartfüßlerweg, und zwar die Nordschleife. Diese ist etwa 23 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Hallo und guten Morgen. Jetzt bitte nicht erschrecken. Ich weiß, wir haben jetzt Anfang Juni, aber wir haben jetzt hier gerade minus 4 Grad. Diese Wanderung haben wir jetzt Ende Dezember gemacht. Also nicht erschrecken. Momentan laufen wir am Industriegebiet Vogelsbach entlang. Ich kann mich daran erinnern, wie ich Kind war, dass hier eine riesige Kuhweide war. Momentan laufen wir an der Oster, dies ist ein Bach, entlang. Wir sind gerade durch Frankenholz und Höschen gelaufen, nun geht's zum Höscher Bergturm. Am höchsten Punkt der Tour haben wir uns eine heiße Tasse Schokolade gegönnt. Und nun geht's gewärmt wieder weiter. Momentan laufen wir auf den Wegen des Saarland-Rundwanderwegs sowie den Spitzbubenweg 1314. Momentan laufen wir parallel zum Mühlenpfad. Dieser ist auch sehr zu empfehlen. Musik
an der Passage, wo gerade Sarah drüber gegangen ist, muss man definitiv etwas aufpassen. Da stimmt auch irgendwas nicht. Da fehlt ein Stück vom Weg. Das war vorher etwas einfacher. Momentan laufen wir parallel den Mühlenpfad sowie der Steinbachpfad. Beides sind Premium-Wanderwege und auf jeden Fall zu empfehlen. Es sind jetzt noch etwa 3 Kilometer, dann sind wir endlich wieder am Auto angekommen, denn durch das ganze Weihnachtsessen waren wir heute nicht so fit gewesen und sind froh, dass wir wieder am Auto sind. Aber der Weg an sich hat uns gut gefallen. Er ist auch für Anfänger geeignet, aber dieser sollte dann etwas Kondition mitbringen, denn 23 Kilometer sind nicht ohne. Wenn euch die Tour gefallen hat, würde ich mich über ein Abo sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. An der Passage auf. Nee.